Hallo und willkommen zurück zu Two Point Hospital. In Grockle Bay sind wir unterwegs. Und ja, das Ziel ist immer noch, den zweiten Stern hier zu bekommen. Und ja, ich bin immer noch mit euren Tipps vom letzten Mal beschäftigt, das alles in die Tat umzusetzen. Und das größte Thema hier, was wir haben, ist weiterhin die Ausbildung. Und da müssen wir ran, da müssen wir dranbleiben. Das ist extrem wichtig und wir gucken mal, wer von meinem Personal jetzt in die nächste Ausbildungsrunde möchte. Wir haben ja wieder ein bisschen Geld. Das ist schon mal sehr schön und da würden wir sagen, gibt es jetzt mal Diagnostik 3 für die Pfleger. Damit wir hier doch auch an der Stelle mal ein bisschen weiterkommen. Das machen gleich 2. So. Maschinen-Upgrades. Damit haben wir auch ein Problem. Und ich investiere jetzt einfach mal direkt die Kohle, die ich habe. Kubismus. Alles klar. Ist das letzte Mal ja nicht sehr gut gelaufen, der Notfall. Insofern, da müssen wir die Ärzte hier ein bisschen fit machen, aber auch die Maschinen-Upgrades. Jetzt würde ich mal gucken, ob hier Forschung... Läuft auch nicht so gut, gell? Was bist denn du für eine Niete hier? Du hast schon mal Forschung 2. Du brauchst noch einen Kollegen hier drin, oder? Achtung! Das Wasserlassen an willkürlichen Stellen im Krankenhaus ist nicht gestattet. Und wir stellen jetzt nochmal einen weiteren Arzt mit Forschung ein. Damit wir hier auch ein bisschen mehr Kohle reinkriegen. Motiviert kriegt Klo-Koller. Naja, nee. Hier haben wir Vertretung. Motiviert streitet gern. Motivierung für den Megascanner. Die sollten wir haben. Der sollte nicht stehen bleiben. Und schon ist er wieder pleite. Ging ja schnell der Spaß. Ich sehe hier noch, ich habe noch einen Kommentar von Freier Sophia zum Thema Automaten. Man nimmt nicht viel Geld mit ein, aber... Das Befüllen kostet immer wieder. Ich sollte nicht so viele davon aufstellen. Ich weiß nicht so ganz, Freier, ob ich... ob ich das so glauben kann. Denn im Endeffekt wird ja immer nach einer bestimmten Stückzahl wieder aufgefüllt. Und die sind bis dato verkauft. Also eigentlich sollte ich damit Geld machen, je mehr ich habe. Weil die werden ja nicht nach einer Zeit befüllt, sondern nach einer bestimmten Stückzahl. Ihr könnt mir ja alle nochmal eure Meinung dazu schreiben. Macht es Sinn, mehr Automaten zu haben oder eher weniger wegen der Kosten? Ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube, mehr ist besser, weil ich die Zufriedenheit natürlich, das schreibst du ja auch, Freier, aber die Zufriedenheit dann natürlich sicherstelle. Okay, wir wollten noch einen Hausmeister einstellen. Bisher ist es ja doch wenig, was ich hier habe. Und dann nehmen wir so einen billigen. Nein, nehmen wir nicht. Jemand mit Instandhaltung ist dumm, aber kann was, hat Potenzial, aber hier. Übergangsweise, aber nur, dass wir uns verstehen, nur übergangsweise, ja? Hausmeister zur Reparatur des Medikamentenmixers, bitte. Wir erhalten gerade Informationen über ein beachtliches Erdbeben, das eines unserer Krankenhäuser getroffen hat. Wenn ihr gerade dort seid, fallt bitte nicht in irgendwelche Löcher und haltet euch von Wänden mit Rissen fern. Oh, und hört diesen nächsten Song an. Er beruhigt ungemein. Machen wir. So, hier, Station 2. Haben wir denn eigentlich in der Forschung schon gesagt, dass 2 Leute rein dürfen? 3 dürfen sogar rein, ne? So, jetzt in dem Moment können wir gerade mal die Apotheke verziehen, wenn keine Warteschlange da ist. Bitte hinterlassen Sie die Toiletten in dem Zustand, in dem Sie sie vorfinden möchten. Und nicht, wie Sie erwarten, sie tatsächlich vorzufinden. Objekt ist zu teuer. Bau doch keine neue Tür. Ich will doch nur die alte versetzen. Oh, nee. Jetzt ist Geld da. Okay. Ein Krankenpfleger wird auf der Station benötigt.
Der Spritzmeister ist kaputt, sowas aber auch. Da fehlen Bänke. Ach, was es hier nicht alles zu tun gibt. So, Upgrades. Ich habe jetzt ein bisschen Geld noch. In der Abrundungstherapie wird ein Arzt benötigt. Oh, das ist immer noch übel hier. Das ist immer noch echt übel. Was haben wir denn hier noch? Lustig, hygienisch. Ausdauer. Du bist dabei. Die Ausbildungsräume sind zu leer. Ständig was zu tun hier. Diagnostik 3 haben wir. Da können wir jetzt nicht auf die 4 gehen. Hier können wir auf Station 4. Das ist gut. Dann können wir das Inhouse komplett einmal ausbilden. Und dann ist er auch schon wieder pleite. Achtung, Rutschgefahr durch Erbrochenes. Igitt. So, was können wir noch machen? Diagnostik 2. Für. Das ist doch gar nicht schlecht, oder? Jetzt, wo wir einen zweiten Arzt für den Megascanner haben, können wir auch mal den einen abziehen für eine Ausbildung. Das Jahr ist fast vorüber. Und? Ja, das mit den Todesfällen, das ist immer so, ne? Das wird nichts mehr. Krankenhaus hat Schulden, also nicht ernsthaft, Leute. Jemand mit dem ungewöhnlichen Namen Jimbo Concerno hat dieses hilfreiche Sprichwort geschickt. Wenn alles zu viel wird, nimm einen tiefen Atemzug und geh erstmal einkaufen. Jimbo schreibt außerdem, dass es dieses Wochenende 20% auf alle Produkte des Jumbo Großkonzerns gibt. Außer Tiernahrung. Danke für den Tipp, Jimbo. Instandhaltungsdurchsage. Ja. Toiletten müssen regelmäßig gewartet werden. So, der Ruf geht hoch. Das finde ich gut. Können wir noch irgendwas? Ah, nee. Ich entscheide mal frei nach der Heilungsratenliste, wo das nächste Upgrade hingeht. So, Krankheiten. Ja, das ist ja natürlich hier schon gleich mies. Können wir hier upgraden? Ja. Aber gut. Ob ich jetzt die Todesfälle hatte, weil das Gerät Mist ist oder weil die Leute einfach gestorben sind, das lasse ich mal dahingestellt. Aber auf jeden Fall, da müssen wir ran. DNS-Labor ist dann schon eher schlecht. Auch schon wieder irgendjemand abgedankt. Jo, Warteschlange. Oh, hier fällt mir alles vom Tisch gerade. Warteschlange vor Arztpraxis, das ist jetzt nichts Besonderes. Elixierer muss repariert werden. Da ist doch schon jemand. Dann gucken wir gerade mal, wie es insgesamt mit Instandhaltung aussieht. Röntgenstrahlengerät, mehr Diagnosevermögen. Das war der Tipp vom Konya, das machen wir jetzt auch. Jetzt ist die Kohle da. Sehr gut. Herzraser, das leisten wir uns jetzt auch. So, check. Beförderung, das machen wir. Psychiatrie, 6 Patienten mit Mimenkrise. Gucken wir gleich mal, wenn die da sind. Was ist denn hier los? Also mit der Instandhaltung geht es doch auch ein bisschen gerade wieder bergab. Schadet vielleicht doch nicht, noch einen weiteren Hausmeister zu beschäftigen. Jo. Für 8 Ruf mache ich alles, um Gottes Willen.
Ausbilden könnten wir noch mal ein bisschen. Ach, ich mache das über das andere Menü. Allgemeinmedizin 4 ist nicht. Hier geht noch mal Allgemeinmedizin 3. Und wen können wir damit noch beglücken? Da ist noch jemand. Psychiatrie 3, ich glaube. Ja, das fehlt uns noch. Okay. Forschung 3 haben wir auch noch nicht intern. Hier können wir mal Behandlung 1 machen. Von einem Promi besucht. Und wir gucken jetzt nochmal nach unseren Pflegern. Hier geht noch nichts. Hier würde jetzt Behandlung 3 gehen. Oder hier Station 3. Das können wir zweimal machen. Nehmen wir das doch mit. Stationsverwaltung 3. So, bekommen zwei Leute. Alles gut. Und ein Raum ist immer noch frei. Gucken wir bei den Hausmeistern mal rein. Hier können wir... Instandhaltung 3 ist jetzt nicht. Dafür habe ich keine Kohle. Mechanik 2 können wir gut machen. Die Forschung dauert echt lang. Oder kommt mir das nur so vor? Wie ist denn da der aktuelle Stand? Wo sehe ich den denn bitte? Irgendwie nicht so richtig. Ich hätte das gerne jetzt mal als Zahlenwert, um zu sehen, wie der steigt. Naja. Medizinisches Waschbecken fehlt in der Chirurgie. Wie konnte das denn passieren? Ein Hausmeister wird um die Reparatur des Herzrasers gebeten. Ja, aber wie konnte ich diesen Raum denn bauen? Wer hat das denn mitbekommen, wie ich das hingekriegt habe? Dann ist ja auch kein Wunder, dass da nichts passiert. Du musst leider warten. Du bist sacketeuer. Sowas macht mir Sorgen. Abrundungstherapie Stufe 4. Probieren wir. Pflanzen werden immer noch nicht gegossen. Dann brauche ich auch gar nicht mehr Pflanzen hinstellen, wenn die eh nicht gegossen werden. Ein Krankenpfleger wird in der Kardiologie verlangt. Jetzt gibt's wieder einen Geist. Och nein. Mach was dagegen. Bitte, ja. Danke. Der Geist ist weg, ihr braucht nicht mehr wegrennen. Mehr Patienten heilen, das ist doch mal eine gute Idee. Ein Hausmeister wird um die Reparatur der Forschungsstation gebeten. Ach, das mit dem Ruf, das ist wieder irgendwie am Absacken. Forschung? Doch, geht hoch, okay. Ach, die wird immer teurer, kann das sein? Immer teurer, oder? Da müssen wir mal drauf achten. Das wird immer schwieriger, damit Geld zu verdienen. Das Wasserlassen an willkürlichen Stellen im Krankenhaus ist nicht gestattet. Warteschlangen sind lang. Tja, also... Ich tu's. Ich überlege mir zwar jetzt noch warum, aber erstmal, wir müssen dieses Waschbecken hier hinbekommen. Sonst bringt mir der Raum überhaupt keine Kohle. Also wie das passieren konnte, das ist mir nicht klar.
Was gibt's denn hier noch ein schönes, ein OP-Monitor? Kostet 9000, was kann der denn? Behandlungsvermögen, 2%. Warum nicht? Und die Kuckucksuhr, die müssen wir einfach haben. Ich hab ja Geld. Ich hab ja Geld. So. Abrundungstherapie, Stufe 4. Mal gucken, was es hier noch Spezielles gibt. Für diesen Raum nichts mehr. Ein Stechpalmenkranz. Oh, wie schön. Kaffeemaschine ist da. Ein Goldstern, der muss sein. Der muss einfach sein. Gemälde eines Hundes, die sind doch immer toll. Kunst mit Hund. Ich mag Hunde lieber als Katzen. Insofern rein damit. Was haben wir noch? Vorzeitige Mumifizierung, Schildkrötensyndrom. Die müssen wir uns mal aus der Nähe anschauen. Das ist doch schön, oder? Toll. Toll, 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 toll. Hier will man krank sein. So muss das. Also, die Herausforderung, die haben wir. Wenn Sie nach einem Produkt suchen, um Ihre Haare zu waschen, und was ich jetzt mache, möchten wir von Nur Ein Sie bitten, unser Shampoo in Erwägung zu ziehen. Nur ich pflaster hier Rosen rein, dann kriegen wir das auf jeden Fall mit der Attraktivität hin. Das ist Radio Two Point. Und dann schauen wir auch gleich nochmal nach der Temperatur. Eine raffinierte Bank. Zufallsgetränkeautomat. Yay, Automat mit saugfähigen Snacks. Das ist ja alles toll. Einfach, weil es geht. So, ich war bei den Rosen stehen geblieben. Ja, ich weiß. Ich habe immer so tausend Dinge im Kopf. Aber auf jeden Fall, was wir gleich brauchen, sind Hunderte von Hausmeistern, die sich um die Rosen kümmern. Weiterbildung abgeschlossen. Der Unterricht ist beendet. So, eine Kategorie von Vieren haben wir. Ich muss mal gucken, wer das gleich alles gießen soll, was ich hier mache. Aber wir werden schon jemanden rekrutieren dafür. Ach, da stehen ja sogar welche. Wie peinlich ist das denn? Wahrscheinlich stehen überall welche. Nur keiner hat sie gegossen und deswegen habe ich sie nicht gesehen. Ja, exakt so ist es auch. Ach nee, oder? Also machen wir die runzligen Dinger weg. Dann habe ich ja echt viel zu viele. So, das war jetzt blind. Das kommt davon, wenn man blind ist. Also, was ist das Problem? Nicht die fehlenden Blumen, sondern der Hausmeister. Hat Potenzial, verträgt scharfe Speisen. Hat Potenzial. Ja, Lerntempo okay. Das ist nicht der richtige Kandidat. Du bist dabei. Mülleimer füllen sich mit der Zeit. Jo, haben wir verstanden. Habe ich auch gerade gemerkt. So, Medizinstudent. Radiologie, genau. Da machen wir jemanden, der das gut kann. Aus dir. Und was haben wir noch? Hier, jetzt weiterbilden. Instandhaltung 3. Investment in die Zukunft. Und? Ja, wir nutzen die Kohle. Und bilden noch weiter Personal aus. Wo tut's weh? Wo tut's Not? Radio wie das geht?
Seid gegrüßt, meine Brüder und Schwestern im Geiste. Hier spricht einmal mehr Sir Nigel Bickleworth, Ihr Moderator mit unvergleichlichem Charme und einem anspruchsvollen Ohr für wahrhaft auserlesene Musik. Und wir beginnen sofort mit diesem unsterblichen Klassiker. Oh nein. So, wichtige Ausbildungen laufen. Zwei von sechs behandelt, das ist natürlich jetzt auch nicht gut, das habe ich mir auch anders vorgestellt. Ja, jetzt wird einfach gekauft. Oh, ah! Jetzt hat es mich gerade mal überkommen. Aber das ist auch alles nicht schlimm. Das kriegen wir in den Griff. Ich weiß nicht wie, aber... Also ich würde jetzt hier hinten gerne die Ausbildung reinbringen. Die sind mir hier ein bisschen im Weg. Hier würde ich gerne mich mehr mit Diagnose noch ausbreiten. Und wir brauchen auf jeden Fall weitere Allgemeinmedizin. Muss den erstmal irgendwo hinziehen, den Raum, sodass ich ihn überhaupt bauen kann oder anpassen kann. Nee, dann kopiere ich den anderen. Das ist mir jetzt zu blöd. Wenn ich den ja noch nicht mal setzen kann, den Raum. Also einmal so, dann kommen hier noch ein paar Zimmerchen dran. Das Fenster kommt an die Seite. Die Tür, ach, die machen wir hier irgendwie hier rüber gleich. Müssen wir alles einmal anpacken hier, weil nichts passt. Also nochmal Türversuch Nummer 2 an die Stelle. So, jetzt versetzen wir den Tisch noch ein bisschen. Na komm schon, Klimaanlage. Und noch ein paar Fensterchen. Dann können wir mal ein paar Leute umverteilen. Das mit der Anmeldung gefällt mir ja auch noch nicht so sonderlich gut. In der allgemeinen Diagnose wird ein Krankenpfleger benötigt. Wir haben ja noch Platz, hier passt ja noch eine mitten rein, gell? Das Two-Point-Symphonieorchester hat das zweite Harmonika-Konzert von Mozart passt. Der Ruf geht immer weiter in die Knie, das ist ja so lustig. War ausgesprochen grauenhaft. Er hätte es verdient, in kleinen Wartezeiten sind lang. Zu werden, wenn Sie mich fragen. Die Patienten sterben. Ähnlich wie die Musiker des nun folgenden Stückes. Was willst du da machen? Ich habe noch keine Idee, wie wir diese Probleme jetzt hinbekommen. Was haben wir denn hier noch? DNA, Genetiker. Da brauchen wir ja nochmal jemanden, der auch Vertretung machen kann. So, du machst DNA-Labor und solange du nichts zu tun hast, hilfst du in der Allgemeinmedizin aus. Nein, tust du nicht. Das ist einfach nur tödlich, weil... Entschuldigung, jetzt habe ich da hier irgendwas vertauscht. Du machst nur DNA, weil du hast keine Kompetenz woanders. Lieber lass mal die Leute warten, als von einem Inkompetenten behandeln. Und genau nach dem Motto gehe ich jetzt doch nochmal alles durch.
benötigt. DNA und Chirurgie. Du machst nur den Megascanner. Du machst nur Allgemeinmedizin. Das passt. Und hier Röntgen. Nur Psychiatrie. Und vielleicht Forschung, wenn wir es brauchen. Okay. Das passt. Hier kann man lassen. Das passt. Das passt. Psychiatrie und Chirurgie passt. Forschung passt. Psychiatrie passt. Allgemeinmedizin passt. Und ich nehme hier hinten raus, weil das kannst du nicht. Ihr macht nur Behandlung. Ja. Nur DNA. Hier müssen wir nochmal über die Skills nachdenken. Du machst auch nur Megascanner, wenn du mal fertig bist. Und bei euch gucken wir auch nochmal drüber. Nur Behandlung, das passt. Station und nichts anderes bitte. Genau wie du. Hier bitte nur Behandlung und Apotheke. Hier bitte auch das gleiche, keine Station. Nur Diagnostik. Sehr gut. Hier auch, aber keine Station. Dafür haben andere Leute. Hier nur Station. Und hier bitte nur Spritzenhaus und vielleicht auch ein bisschen Apotheke. Das ist okay. Wir bitten Patienten dringend, die bereitgestellten Toiletten zu benutzen. So, das mit der Kohle haut jetzt gerade noch nicht so gut hin. Hausmeisterpraktikant, du machst Geisterjägerei, bitte. Wo können wir denn hier noch ein paar Wunder vollbringen? Allgemeinmedizin 4, das wäre super. Keine weiteren Teilnehmer. Bei den Pflegern, was machen wir da? Behandlung 3. So, und die Ausbildung ist wieder voll. Was ist denn hier? Achtung, das Wasserlassen an willkürlichen Stellen im Krankenhaus ist nicht gestattet. Unglaublich, die Leute mit ihrem Kaisersyndrom. Ich muss schon sagen, na gut, also, ich habe dieses Erdbeben bis hierher gespürt. Die Gebäude sind fertig. Beim nächsten Mal räumen wir das ein bisschen um. Für meine vielen Leistungen verliehen hat, wäre mir fast ruhig. Von der Wand auf meinen Kopf gefallen. Ja, wäre dir mal was auf den Kopf gefallen. Ich muss etwas aufräumen. Also, warum hören wir nicht so lange ein wenig Musik? Weil wir das die ganze Zeit schon tun. Jo, also, beim nächsten Mal ist Umräumen angesagt. Ich mache die dritte Folge noch in dieser Aufnahmesession. Und ja, dann schauen wir mal, wie wir hier diese Warteschlangen noch ein bisschen besser in den Griff bekommen, ne? Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn ihr Ideen habt, einfach wieder, wie immer, schön in die Kommentare reingehauen. Und dann wird's fürs übernächste Video auf jeden Fall mit aufgenommen. Vielen Dank und bis dann, euer Matze.